Ich grüße euch, willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, wie ihr mitbekommen habt, waren wir im letzten Part beim Geisterbaum. Da sind wir ein bisschen drüber aufgeklärt worden, was zu tun ist. Und jetzt sind wir hier in so einer Art Spinnennest. Das müssen wir jetzt erforschen. Ich denke, das wird wieder ein spannender, toller Part. Wirklich freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. So. Machen wir hier gerade mal die Fähigkeiten. Können wir wieder eins, So lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Erhöht die Stärke der Geisterflamme oder das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Das könnte sich als nützlich erweisen. Dementsprechend nehme ich jetzt erstmal das. So. Also im letzten Part sind wir ja mal da runtergehüpft. Da wissen wir, aha. Da kommt früher oder später ja, riesiges Schlamassel auf uns zu. So, was ist das hier? Energietor. Aha. Kann gar nichts mehr einsetzen. Alter, was ist das hier? Ah, da kann ich sogar hoch. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwas ist da eingehüllt. Da muss irgendwo eine... Okay, da kann ich... Ich habe jetzt im Moment keine Energie. Aha. Ah, da oben. Gut. Jetzt sieht das Ganze natürlich schon anders aus. Kann ich damit dieses Tor öffnen? Energietor? Nee, geht nicht. Okay, dann schauen wir mal, was da oben rechts ist. Ich weiß ja nicht, wo der offizielle Weg ist, aber ich weiß, dass wir das hier öffnen können. So. Vorsicht, das sind wieder so Dornen. Ah! Boah. Riesiger Sprung hier, waghalsiger. Oh! Hoppala! Jawohl. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen. Okay, supi. So oft wie ich getroffen werde, ist das natürlich sehr hilfreich. So. Hopp! Oh, das war knapp. Hopp! So, Leute. Öfter speichern, das merken wir uns, gell? Oh, die Spinnenkopf hier lebt wieder. Es geht nicht. Da brauche ich noch was. So. Schitte! So, Vorsicht jetzt, Freunde. Oh. Es nutzt nichts. Es nutzt nichts. Hier gibt es auch keine Möglichkeit für mich, wie ich der Gefahr hier entkommen kann, oder? Nee. Auch nicht mit irgendeinem waghalsigen Sprung. Ah, das kann ich kaputt machen hier. Und dann kracht das da runter. Okay. Ich habe eine Idee. Jawohl, Leute. Ha, ist das geil gemacht. So. Man muss nur die Augen aufmachen in dem Spiel. Oh, das freut mich jetzt. So, und jetzt müsste ich da ohne Probleme runterspringen können. Japp. Jawohl. Oh, da im Vordergrund war wieder irgendwas. Hopp. Gehen wir mal da lang. Oh, das freut mich gerade. Das ist echt ein tolles Erfolgsgefühl hier. So, hier leuchtet was, wenn ihr da genau hinschaut. Au! Aua, jetzt lass mich hier. Aber da komme ich noch nicht hoch. So, lieber mal wieder speichern. Oh, das ist giftiges Wasser. Oh, und ich bin tot.
Aber zum Glück habe ich hier gleich gespeichert. Alter, sieht das geil aus, oder? Läuft. Alter, das ist echt ein geiles Art-Design hier. So. Hätte es natürlich vielleicht noch eher den Weg hier vor unserem Speicherpunkt erforschen sollen, wo es hier nach links geht. Wo bin ich? Hier. Hoppala. Sorry. Das wäre vielleicht jetzt geschickter gewesen. So. Was ist hier? Ein versperrter Weg? Ich denke, das können wir irgendwie öffnen. Vielleicht ist irgendwo ein Schalter oder irgendwas, das uns da weiterhelfen kann. Oh, das macht Spaß. Hoppala. So, hier ist auf jeden Fall irgend... Hoppla, was? Hopp. Hopp. Spring doch. Oder mach Wandsprung, komm. Boy. Okay, das geht hier nicht. Das scheint hier zu rutschig zu sein, oder was? Gut, muss ich akzeptieren. Hopp! 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 So. Jetzt teilt sich der Weg abermals. Sollen wir mal hier lang schauen? Was ist das für eine lustige Kreatur? Oh, so lustig ist die gar nicht. Okay. Fertigkeitspunkt, okay. Kartenfragment. Haben wir überhaupt eins? Hallo? Hab ja keins, okay. Speicher mal hier mal. Machen das mal kaputt hier. So, dann wird hier wohl noch irgendwo ein Kartenfragment sein, nehme ich an. Oh, bleib stehen. Hier links. Oh. Hoppala. Jawohl. Oh, nee. Au. Bro, das ist nicht lustig. Oh, diese Pflanzen hier kann ich sogar kaputt machen. Ist der Sprung ein bisschen einfacher. Oh, der Bro lebt auch wieder. Oh, ich bin tot. Ah, jetzt bin ich wieder hier. So. Na gut, was ist hier? Dornensumpf. Okay, da geht es ja wieder irgendwie weiter. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf darauf. So, hier unten ist der Kartenfragment, aber wir schauen jetzt zuerst mal hier. Es gibt auch so viel zum Erforschen hier. Interessante große Welt, auf jeden Fall. Was ist jetzt passiert? Oh, irgendwas Brennendes. Oh. Lieber mal speichern. Warum nicht? Oh, wir können sogar wieder eine Fertigkeit hier erlernen. Sieh, halbiert die Kosten der Stichflamme. Das ist auch interessant hier. Machen wir das mal. Das könnte auch wichtig sein. Das müssten wir eigentlich... Das ist sogar sehr gut hier. Jetzt sehen wir überall, wo wir was vergessen haben. Oh, da ist ein ganz großes brennendes Vieh.
Sorry. So. Gekonnt. Ist eben gekonnt. So wieder so eine brennende Schnecke und ich renne genau in sein Feuer rein. Besiegt. So, das können wir auch irgendwie hinmachen. Aber wie? Oh. Oh. Ach du Kacke. Ah! Oh, da bekommt man ja richtig Angst, ey. So, und der Kollege ist hier schon das zweite Mal gestorben. So, wir speichern einfach nochmal. Ich lade hier gleich mal meine Druckquelle auf. Hat nichts genutzt, Leute. Hä? Okay, er ist an der Wand zerschellt. Soll mir recht sein. Vielleicht kann er das auch irgendwie kaputt machen. Wisst ihr, dass er da irgendwie dagegen jumpen kann? Komm. Wird ja wohl irgendwie gehen. Hä? Danke. Jawohl, Lebenszelle. Okay. Gut, aber dann wird er das auch irgendwie kaputt machen können. Komm. Aber wie? So, mein flammender Freund da oben. Du kriegst jetzt auch Ärger mit mir. Was ist da los? Laser? Holy shitty! Krass. Na gut. Mal schnell nochmal die Lebenszelle holen. Ich habe ja wieder nicht gespeichert. Oh. Wie oft zerklatsche ich noch? Komm. Oh, ich sollte nicht immer reinspringen. Komm. Bam. Oh, da oben ist irgendein Laservieh. Das ist ja wohl... Das ist nicht schlecht, oder? So. Wenn ich da raufgehen würde, würde ich ja auch irgendwas finden. Komm, wir speichern jetzt nochmal. Ich meine, warum nicht? Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Gut, der ist schon wieder tot. Da leuchtet auch grün. Ja klar, den Kameraden kann ich leicht besiegen, aber... Das ist ja trotzdem der Laser-Typi hier. Da kann er nicht durchschießen. Soll ich hier schon sein? Hey, Kumpel! Mach mir mal den Tor da auf. Hm. Ja, der kann nicht so hoch. Geht nicht. Ich bin tot. Ja gut, da oben scheine ich nicht weiterzukommen. Dementsprechend machen wir uns wieder auf dem Rückweg.
Hier lebt das ganze Gesindel wieder. Ist hier noch was? Kartenfragmenten nicht vergessen. Ja. Kann ich hier nicht durch? Ah, nee. Hier muss man doch irgendwie reinkommen. Na gut, irgendwie bestimmt. Aber ich nix wissen wie im Moment. Wasch du! So, Kartenfragment. Finde den Ginsu-Baum. Ja, da waren wir ja schon unterwegs da oben. Allerdings, ja, wir müssen eh dahin. Müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Ich komm hier nicht mal hoch. Dann müssen wir doch da lang, oder was? Oder doch da oben rechts. Hoppala. Triff mich ja nicht. Bin ich tot. Na gut. Dornensumpf. Muss ich hier lang? Voll zerdrückt, Freunde. So. Ich habe immer brutal viel Glück hier. Wappler diesmal nicht, Freundchen. Gut. Dann geh mal da oben nach rechts. So. Oh, da im Vordergrund. Das ist auch ein cooler Effekt. So. Wieder so ein brennender Volltrottel. Oh! Angst. Oh, gefährliche Gegner hier auf jeden Fall. Ich speichere mal. So, was ist hier wieder? Solche Dinger kennen wir ja auch schon. Aha, muss ich ziehen oder so? Au! Aber für was? Seelenverbindung. Aha, so ein Teleporter ist das also. Gut, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Später dann. Oh. Hopp. Hopp. Den Felsen brauche ich auch noch. So. Dementsprechend schieben wir ihn lieber wieder zurück. Warte mal, bis der Stachel vorbei ist. Jawohl. Hey! Hold up! Können wir hier hoch? Diese Igel könnten auch glatt aus Metroid stammen, oder? Während Ori dem Weg Licht und Hoffnung brachte. Alter, sieht das schön aus. Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. So nicht, Freundchen.
ein Gummon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Danke, Sein. Wir sind hier bei unserem Ziel, oder? Da, wo wir hin müssen. Feuer, Viech, du. Wir wissen, wie gefährlich du bist, vor allem wenn du dich dann duplizierst, vervielfältigst. Aber kein Problem für uns. Speichern mal. Servus, bleib stehen, bitte. Ist hier oben was? Ziemlich sumpfig hier. Also ziemlich giftig hier. Alter, was ist das für ein Vieh? Besiegt, oder? Ah, da lebt noch einer. Alter, was sind denn das? So Giftaale oder was auch immer das sind. Krasse Viecher. Okay, wir haben es hier mit neuen Feinden zu tun. Stampfattacke. Bräuchte ich hier. Ah, der lebt auch wieder. Hey! Irgendwie ist es kaputt gegangen hier. Alles klar. Okay, ich kann eine neue Fähigkeit bekommen. Das ist auch wichtig. Naja, das ist aber auch wichtig. Wir machen es vorerst mal ein bisschen ausgeglichen. So. Da kann ich noch nicht hoch. Hat hier der Regen, wie er runterprasselt. Da ist unser Kamerad. Oh, oh, da sind noch mehr Giftviecher. Speichern. Mach das kaputt. Danke. Alter. So. Das kann mir auch so ein Giftvieh kaputt machen. Jawohl. Danke. Jetzt kann der mir das hier kaputt machen, wenn er so freundlich wäre. Genau, und jetzt kommt hier einer raus, der mir den Weg hier aufsprengen kann. Au. Au, au. Alter, das zählt mal die Optik an. Ist das nicht geil? Aha. Wir speichern nochmal. Laser. Hey, Kollege, bleib stehen. Zum Glück haben wir hier gespeichert. Jetzt wissen wir, wie gefährlich der Laser ist. Der tötet einen Instant. Da gehen wir im Moment lieber nicht nochmal rauf. Oh! Oh! Das kam unerwartet. Muss man die Sequenz nochmal anschauen. Tut mir leid. Egal. Muss jetzt besser aufpassen. Boah, das war knapp. Echt gefährlich hier. Da oben ist auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen Erfahrung.
Komm, da kannst du ja wohl hoch. Komm, Ori. Da kannst du nicht hoch. Das ist doof. Oh, lieber speichern. Ihr wisst Bescheid. Hoppla. Hat sich gelohnt, das Speichern. Lass mal die Spinne sein. Gehen lieber hier lang. So, was ist hier? Teleporter. Können wir immer gebrauchen. So, unser Kollege ist da unten und er schmeißt den Ball, die Kugel darunter. Das ist nicht nett, das ist nicht gut. Aber wir sind ihm dicht auf den Fersen. Wir werden es schon erfangen. So. Aha, wieder so einer. Oh! Fuck! Ich wollte mich gerade freuen, dass ich hier weit gekommen bin. Und dann wurde ich doch noch zerklatscht. So, speichern. Gut, das Speichern hat sich gelohnt schon. Oh! Boah, ist das gefährlich hier. Selbstzerstörung. Ja, cooler Erfolg. So, da kommt nochmal was runter, oder? Jetzt hier. Dachte mir schon. Ist das mein Aufzug? Okay. Warum ich jetzt auch immer gestorben bin, weiß ich nicht so genau, aber... Ich sag besser nichts dazu. Oh! Hier wird mir irgend so ein Kamerad wieder kaputt machen können. Ja, danke! Jetzt habe ich da unten was bekommen und bin trotzdem tot. Hoppala. So, komm. Speicher mal hier nochmal. Das Wasser tut mir weh, ja. Aber da unten ist ja was. So. Du hast ein riesiges geistliches Gefäß. Wurde geisterlich in deinen Dingen. Die weitere. Okay. Hat zwar übelste Schmerzen bereitet, da nach unten zu tauchen, aber. Speichern bitte. Oh, Alter! Ja, cool. Oh, Secret! Was soll ich machen hier? Ich ertrinke! Oder ich... Ja, keine Ahnung, ersticke. Oh! Ja, hier ist Secret, das wissen wir jetzt. Keine Ahnung! Sind wir hier überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Aber Leute, wir werden es in jedem Fall im nächsten Part herausfinden, denn dieser Part ist zu Ende. So leid es mir tut, ging wieder schnell die Zeit. Ist aber ein gutes Zeichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffentlich begrüße ich euch nächstes Mal wieder oder darf ich euch nächstes Mal wieder begrüßen. Und ihr begleitet mich durch Ori and the Blind Forest. Tschüss Leute, viel Spaß beim Zocken.